Heute wollte ich euch zu einer kleinen zeichnerischen Reise einladen, und zwar nach Hamburg. Nämlich habe ich selber mit meiner Familie einen kleinen Trip nach Hamburg unternommen und wir haben dort natürlich allerlei Sachen gesehen. Ich habe da natürlich auch Fotos geschossen, habe ein paar Sachen erlebt und die ich euch in diesem Video einmal vorstellen möchte. Und in dem Fall wollte ich das Ganze etwas zeichnerisch begleiten und euch Step by Step dann zeigen, was man eigentlich in Hamburg alles zu sehen bekommt, und das anhand von einigen Urban Sketches. Also ich werde einfach mal auf unterschiedliche Stile hier zurückgreifen und euch einfach mal zeigen, wenn ihr unterwegs seid und in so einer Stadt seid, wie könnt ihr eigentlich die Motive, die ihr alle gesehen habt, hier so erfasst habt, zum Beispiel in Form von Fotos mit nach Hause nehmen oder sich einfach direkt dort mit eurem Skizzenbuch hinsetzen und einfach mal die Zeit an euch vorbeifließen lassen und einfach dieses Motiv zeichnerisch erfassen. So ein paar Ideen habe ich zusammengetragen, die ich euch hier in diesem Video vorstellen kann, wie man so ein Motiv auf eine sehr kreative Art und Weise erfassen kann. Also nicht rein einfach nur eine detaillierte Zeichnung, sondern ein bisschen kreativer werden, ein bisschen andere Materialien verwenden. Und da schauen wir uns jetzt anhand von ein paar Hamburg-Motiven das Ganze auch mal an. Starten tun wir die Reise erstmal mit einem typischen Motiv in Hamburg, und zwar der Elbphilharmonie. Die findet man in der Mitte von Hamburg, ungefähr hier. Und dazu muss man schon sagen, dass die Elbphilharmonie an sich schon ein sehr beeindruckendes Gebäude ist. Wir haben uns diese auch von innen angeschaut. Da kann man einfach reingehen, indem man sich zum Beispiel online ein Ticket bucht. Dann braucht man auch gar nicht so lange zu warten. Und dann im Prinzip auch durch eine Rolltreppe, die sehr, sehr lang ist, nach oben fährt auf dieses Aussichtspodest und dann einfach sich mal den Hamburger Hafen anschaut oder so ein bisschen schönen Rundumblick hat. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall, die mal zu besuchen. Und hier dachte ich mir, es lohnt sich auch auf jeden Fall, die Elbphilharmonie mal zu zeichnen. Gestartet bin ich hier typischerweise mit einer Skizze und habe dann einen Fineliner dazu genommen, um ein paar Details noch mal genauer zu erfassen, wie zum Beispiel hier diese Fenster, die ich einfach mal grob einzeichne. Das Ganze soll also nicht ganz detailliert sein, sondern ich möchte das Ganze so ein bisschen im skizzenhaften Stil halten und hier entsprechend einzeichnen. Für die Outlines nehme ich einfach etwas einen dickeren Filzstift. Kurz zur Elbphilharmonie selber, das Gebäude ist eigentlich ein alter Keilspeicher, das ist unten im Prinzip dieser Bereich, und da wurde ein neuer glasüberzogener Aufbau draufgesetzt, der an Wellen, Segel oder an ein Quarzkristall erinnern soll eigentlich, und dieses Gebäude beinhaltet natürlich auch eine Konzerthalle. Und zwar ist diese Konzerthalle eine der akustisch fortschrittlichsten Konzertsäle der Welt. Aber neben den Konzertsälen beherbergt das Gebäude auch noch ein Hotel, Wohnungen, Restaurants und Bars. Also es gibt auf jeden Fall hier viel zu entdecken. Aber machen wir jetzt mal mit der Zeichnung weiter. Ich habe in der Zwischenzeit schon hier im Prinzip einfach mal die Outlines einmal etwas dicker gesetzt, damit man ein bisschen mehr Kontrast hat. Habe die Zwischenräume gefüllt und habe die Wolken unten schwarz ausgemalt, weil ich halt hier eben diesen ganz, ganz starken Kontrast haben möchte. Und jetzt nehme ich noch ein paar Farben dazu, und zwar mit diesem Stil kann man dann einzelne Flächen zum Beispiel hier ausmalen. Ich nehme jetzt einfach Orange und die passende Komplementärfarbe Hellblau zum Beispiel hier in dem Fall für den Himmel und habe somit einige Flächen ausgemalt. Und das Interessante an dem Stil ist halt, dass man eben viele Flächen dann weiß lässt oder beziehungsweise die grauen Flächen dann einfach mit dieser Linienschraffur ausfüllt, was das Ganze nochmal interessanter macht, also ein bisschen künstlerischer. Das nächste Motiv ist der Elbtunnel, und den findet ihr genauso in der Hamburg-Mitte, gar nicht so weit entfernt von der Elbphilharmonie. Das kann man auch durchaus zu Fuß erreichen. Der ist auch schon ein bisschen älter und wurde eröffnet im Jahre 1911. Also man merkt das auch, wenn man mal durchgeht. Natürlich wurde hier was getan, aber das Ganze ist schon was älter. Wurde ursprünglich als Verkehrsanbindung für die Hafenarbeiter gedacht. Und da kann man sowohl, also man sieht das, da hat man so Sidewalks und im Prinzip auch in der Mitte so eine Fahrradspur. Da fahren auch die Leute recht zügig mit den Fahrrädern durch. Also ganz interessant, einfach mal durchgehen. Das Ganze ist kostenlos. Man fährt entweder mit dem Aufzug runter oder man nimmt einfach die Treppe. Und
was die Zeichnung angeht, hier habe ich mich einfach für so eine Wasser- oder Aquarellfarbezeichnung entschieden. Ich habe also mit einer Skizze begonnen, habe dann mit den Farben im Prinzip das Ganze einmal ausgemalt, habe hier ein paar Details vom Foto weggelassen und nehme als letztes jetzt noch einen Feinliner und zeichne die Details ein. Dabei versuche ich so ungenau wie möglich zu zeichnen. Das seht ihr schon am Außenrand. Das Ganze soll einen skizzenhaften Charakter haben. Die kompletten Übungen packe ich für euch übrigens einfach in den Skizzenkurs bei mir mit allen Kommentaren. Aber hier wollte ich euch im Schnelldurchlauf die einzelnen Schritte für diese Zeichnung zeigen, die ihr dann zum Beispiel dann bei eurem Städtetrip einfach mal erstellen könnt. Als nächstes Motiv nehmen wir uns dann die Speicherstadt vor. Diese befindet sich dann eigentlich auch in der Nähe, und zwar in Hamburg Mitte, ungefähr dann hier. Und die findet ihr eigentlich auf jeder Karte und könnt ihr natürlich auch besuchen. Ist ganz interessant mal zu sehen, mal durchzuspazieren. Es ist einfach beeindruckend zu sehen, wie die ganzen Kanäle und dann die ganze Speicherstadt miteinander verbunden sind, mit den Brücken. Also ganz interessant. Wer aber das Ganze nochmal im Detail und auch ein bisschen Geschichte dazu hören möchte, der kann sich dann einfach, sag ich mal, wenn man in Hamburg ist, dann auch einfach so eine Bootstour durch die Speicherstadt machen. Da bekommt man auch so ein paar Infos dazu und geschichtliche Hintergründe. Heutzutage verbergen sich da auch viele Museen, unter anderem auch das Zollmuseum oder das Speicherstadtmuseum und natürlich das beliebte Miniatur Wunderland. Wie gesagt, ist die ganze Speicherstadt eigentlich durchzogen von diesen Kanälen, über die früher auch die Waren direkt an die Lagerhäuser transportiert wurden. Was meine Zeichnung hier angeht, da seht ihr, da habe ich mich einfach für drei Farben entschieden, und zwar einmal Grau, einmal Orange und Schwarz. Und ich nehme einfach für die Brücke zum Beispiel, zeichne ich komplett in Grau ein, dann nehme ich die vorderen Häuser oder die krassen schwarzen Elemente im Prinzip, die zeichne ich dann in Schwarz ein, und zwar wirklich skizzenhaft. Ich möchte hier wirklich das Ganze als eine Skizze darstellen, kombiniere hier ab und zu mal nochmal mit Schwarz und zeichne hier so eine Skizze oder eine skizzenhafte Zeichnung von der Speicherstadt. Hier kommt es auch wirklich nicht wieder aufs Detail an, sondern dass du ein bisschen die Perspektive erfasst, dass du so die einzelnen Motivelemente erfasst. Das Ganze soll skizzenhaft sein, das Ganze soll ein bisschen künstlerisch wirken und hier im Prinzip das Motiv an sich erstmal erfassen. Also probier diesen Stil auch durchaus bei deinen Reisen aus. Das nächste Motiv, was ich hier gewählt habe, ist einmal ein Blick auf eine Fähre, auf der Elbe und auf den Hamburger Hafen auch. Das ist eigentlich ein schönes Motiv, weil man so diese typischen Elemente hier von Hamburg eigentlich mal miterfasst. Und als Stil habe ich mich hier für eine schnelle Skizze entschieden, also sehr wenig Details, wieder einfach schnell skizziert. Und wer übrigens auch sich schnell durch Hamburg bewegen will, der sollte sich einfach ein Ticket für alle öffentlichen Verkehrsmittel wählen. Und dazu gehören zum Beispiel auch die Fähren. Und damit kann man dann zum Beispiel einmal so eine Fahrt mit einer Fähre einmal machen. Das haben wir auch gemacht. Da sieht man schon einiges. Und wer in den Hamburger Hafen rein möchte und sich das Ganze da, die beeindruckenden Containerschiffe zum Beispiel anschauen will, der bucht sich am besten einfach so eine Fahrt mit einem kleinen Schiffchen, wo dann entsprechend auch einem die Details zum Hamburger Hafen auch nochmal erklärt werden oder zum Speicherstadt zum Beispiel. Typischerweise geht ihr einmal durch die Speicherstadt und auch durch den Hamburger Hafen. Was meine Zeichnung angeht, da habe ich mich für eine schnelle Skizze entschieden, also wenig Details, schnelle Schraffuren, so dass man das Motiv möglichst schnell erfassen kann, wenn man gerade mal irgendwie nur 5 Minuten Zeit hat, um irgendwo still sitzen zu bleiben, oder wenn sich so ein Schiff, sage ich jetzt mal, auch da durch die Gegend bewegt, also bewegliche Elemente enthalten sind und man das Ganze schnell erfassen muss. Und zusätzlich hat dieser Stil meiner Meinung nach so ein bisschen auch einen künstlerischen Aspekt, also ist mal ganz nett, das Ganze so ein bisschen undetaillierter zu haben. Komplette Übungen, wie gesagt, alle in dem Skizzenkurs. So, ich hoffe, euch hat meine zeichnerische Reise gefallen. Diesmal ging es nach Hamburg. Sobald ich mal wieder irgendwo anders in einer Stadt bin, werde ich natürlich euch wieder ein paar Motive mitbringen und dann können wir wieder eine kleine zeichnerische Reise unternehmen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei euren Städtetrips
und viel Spaß auch beim Zeichnen.